Ja, dann ne, sind wir wieder zurück bei. Oh Gott, warte mal, wie war das? Planet? Nee, Quatsch. Wie hieß das Spiel nochmal? Journey to the Savage Planet. Ah, genau, Journey to the Savage Planet. Hallo, ja, wir sind wieder da. Hallo, hey, professionelles Let's Play, let's go. Den Namen kann man sich. Oh, guck mal hier, Ice Caverns, da waren wir ja schon, ne? Oh, da hängen jetzt andere Sachen. Also mehr. Interessant. Das sind die Sachen, die wir schon erforscht haben, oder? Würden Wilds of Zyl? Ah, ja. Y26? Die hing am Anfang noch nicht da. Aber das oben links, ach, das ist auch die Eiswüste, ne? Okay. Das ist nice. Da bin ich mal gespannt, wie es am Ende aussieht. Hoffentlich lernen wir den Typen noch kennen. Hier noch irgendein Vogelkopf auf dem Dingens, auf dem Tisch und ein Magazin, irgendwas Neues. Hier liegt ja so eine Konsole in diesem Badezimmer da, wo reinkommt. Sanitary. Und hier Fun-Katas. Schön. Was denn? Schubst mich hier wieder durch die Gegend, der Junge. Entschuldigung, weil ich fett bin. Was ist denn das für eine Unsensibilität hier? Mein Gott. Sowas. So, ich leg mich hier gleich wieder hin. Geh mal wieder aus dem Weg. Danke. Ist lustig, dass es manchmal funktioniert, manchmal nicht. Irgendwie ist das komisch. Ich verstehe es aber auch nicht. Huch, achso. So, aufragende Kristalle, weiter geht's. Let's go. Explored in its entirety and report back on its potential suitability for human settlement. At this point, we are unsure of the specific obstacles you will face, but the more data you provide to Kindred through your scanning tools, the more appropriate blueprints we'll be able to send you. On behalf of everyone at Kindred, both biological and autonomous, we wish you good luck. The cartographers have identified a series of very unusual structures at the core of this planet. While our earlier data indicated a rogue planet, this now appears to be incorrect. This is a radical mission-altering discovery, and while you must continue to catalog the planet, Kindred requests that you pay extra attention to anything that appears unnatural or constructed. I have placed a marker at a point of particular interest to our scientists. 80 Meter? Aber da waren wir doch schon. Warte, wir müssen da wieder zurück. Haben wir doch schon alles gemacht. Was will der denn jetzt von uns? Ich glaube, die Mission führt uns jetzt da erst zu den einzelnen Orten hin. Oh, okay. You're gonna have to climb that crystal formation. If you had a grapple, it'd be a piece of piss. Piece of piss, Alter, was? Cake! Oh, my vocabulary database got scrambled in the, I meant cake. It'd be a piece of cake. Piece of piss, Alter. Ja gut, aber wie kriegen wir denn diesen Huckel-Gruppel? Erstmal auf alles schießen. Ich guck mal kurz in die J. Tötet mit Feuer eine höhere Berufung. Müsst ihr vielleicht durch die Höhle hier durch? Element ist unentdeckt. In der waren wir doch schon. Das hier mit dem Licht. Oh, 270 Meter jetzt in diese Richtung führt uns das Quest-Signal. Wir müssen also... Ich glaube, wir müssen dahin, wo wir tatsächlich letzte Folge waren. Das könnte gut sein, ja. Wie kamen wir da hin nochmal? Folgen Sie mir. Okay. Bist du hinter mir? Ich bin hinter dir, ja. Okay. Das Schöne ist, dass hier immer so Wege hinführen. Also man kann sich ja quasi... Also verlaufen kann man sich schon ganz gut. Idiot. Nice, Erik. GG. Ja, hey. Wieder Skillshots hier heute. So, par excellence. So. Tja, unsere Freunde kommen gleich wieder, ne? Ja. Oh. Hoffen wir nicht sehr lang. Entschuldigung. So. Jetzt müssten wir hier links irgendwo lang, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich bin absolut orientierungslos gerade. Ich hab keine Ahnung. Hier ist es doch. Ah, jo. Hey, das wusste ich. Ich wollte hier nur testen. Ich weiß. Ja, hast du aber gut gemacht, Erik. Hast du gut gemacht. Okay, danke dir. Puh, Schwein gehabt. GG. Ja. Nein! Oh. Ja! So, 116 Meter in die Richtung. Okay, ist tatsächlich hier. Nice.
Zack, Abkürzung nehmen. Das ist wieder dieser komische. Das ist hier oben auf dem Berg, da wo dieser komische Strich ist. Stimmt, Tatsache. Aber da kommen wir von hier aus ja nicht hoch. Wir müssen also außen rum gehen, ne? Hier ist sonst gar nichts. Wir müssen also außen rum gehen. Über diese pickligen Poren. Pubertierender Plagen. Penisse. Entschuldigung. Tobi, ich kenne doch deine Präferenzen. Ja, Gott sei Dank. Endlich. So. Hier, endlich jemand in dieser grauen, tristen Welt, meint. Boah, auf diesen Stacheln da oben. Ein Unmensch. Hä? Ich will Dynamit haben, ne? Ich will diese komischen Granaten mitnehmen. Ja. 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 Die aber durch blaues Blut warten. Oh, da oben sehe ich was. Oh, da ist ein Teleporter. Oh, hier geht's rüber. Wo denn? Da drüben. Was war das denn? Oh, ich habe gerade so ein Viech gefunden, was du meintest. So ein kleines. Ja, ja, genau. Das droppt Aluminium, wenn man es tötet, was ich nicht getan habe. Ich habe nur mal nachgesehen. Du bist drüber gelaufen, ich habe es gesehen. War halt ein Unfall. Au! War ein Unfall. Arschloch. So, ach, da drüben. Ja, ja, ja. Da müssen wir, glaube ich, eh rüber. Ja, auf jeden. Oh, oh, was ist das denn? Warte mal. Das bewegt sich. Verteidigung trifft auf Angriff, trifft auf Stacheln, trifft auf dein Gesicht, versucht explodierte Herzen. Ja. Sag ich doch, die haben immer irgendwie so ein komisches grünes Ding drin, ne? Ich trau mich da nicht nah dran. Ich sehe da gar nichts. Oh. Hä? Oh, Alter. Da ist du. Bei mir ist da nichts gewesen gerade. Ist bei dir nicht das komische Riesending hier? Geradeaus? Da? Nee. Du schießt bei mir gerade gegen eine unsichtbare Wand. Ernsthaft? Ja. Bei mir ist hier so ein riesiges Stachelviech. Nee. Warte, warte. Ich muss es jetzt kaputt machen, wenn es gleich aufgeht. Sonst sterbe ich bestimmt. Hallo? Hopp! Sesam, öffne dich. Sag mal, öffnet sich das auch mal? Sag mal. Oh, Alter. Ich glaube, ich muss da hochspringen, oder? Sonst kriege ich das nicht kaputt. Ja, kaputt. Oh, ich habe gesehen, wie du die Sachen einsammelst, aber bei mir war da halt einfach nichts. Hier gegenüber auf der Wiese ist da bei dir auch nichts. Oh, eins habe ich wieder kaputt gemacht. Ist da bei dir auch nichts? Okay, doch die drei Böppel da, oder was? Ja, genau, die. Die kannst du halt nicht schießen. Du musst warten, bis die aufgehen und dann auf das Herz. Ah, ja, doch, die sehe ich jetzt. Die sehe ich jetzt. Oh, eins hat mich getroffen. So. Die machen Damage. Vorsicht. Sehr gut. Nice. Haben wir die gescannt vorher? Ja, ne? Haben wir. Ja, hab ich. Okay. So, ganz kurz jetzt Safe Point oder was? Geil. Nice. 20 Stück gibt's davon. Oh, das sind nicht so viele, aber wir haben schon 2 von 20. Das heißt, wir haben fast. Und ich bin sicher, das Spiel wird auch nicht schwerer oder so. Nee, Quatsch. Okay, wir müssen in diese Richtung hier. Ey, da kommen wir zu diesen aktiven Spritzern sozusagen. Das ist nicht sehr geil hier. Findest du? Ich mach das dezent geil, muss ich sagen. Warte mal. Kotze. Speit heiße Projektile, um Bedrohungen zu attackieren. Das ist neu. Bäh. Die heißen Kotze. Oh Gott, das wird ja furchtbar. Wo geht's weiter? Einfach da jetzt drauf. Ah, hier ist ein Weg. Alter. Ja. Moin, Tobi. Hi. Oh, nein, nein, nein. Oh, puh. Ich bin aus Versehen zweimal gesprungen. Oh Gott. Was ist da? Oh Gott, was wird das denn hier? Oh. Oh
Oh, da unten kann jemand sich noch was holen, aber das mache ich gerade. Ja. Ja. Ui. Nein! Oh, ich hole mir das mal. Ja, nice, Erik. Bin schon mal unten. Oh, so eine Kacke. Hopp. Ui. Okay, ich springe hier noch hoch und warte mal auf dich. Hier vorne. Oh nein, 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 nein. Oh. Da drüben ist dieser rote Laser. Aber ich kann nicht sehen, was der ausrichtet, von was da kommt. Echt? Wo siehst du den? Ich war gerade ganz kurz aus Versehen ziemlich nah am Rand der Map. Oh. Erik, was machst du denn? Blade, blade, blade. Oh, puh. Tach. Rutscht mal runter. Ich weiß nur nicht, wo es weitergeht. Ich glaube, hier? Oh. Ja. Hier. Ja? Ja. Und dann würde ich sagen, nicht da drüben. Nein! Oh, wahrscheinlich auf dem rosa Kristall, oder? Ja. Was war das denn? Lol. Was? Irgendwas hat mich gerade angegriffen. Was? Ich glaube, ja, ich glaube, ich bin in dir gespawnt. Oh ja, das kann sein. Warte mal, da geht's noch lang. Warte mal, ich probiere mal kurz. Bin ich? Ah, hier bin ich jetzt. Nice. Okay. Bin zwar fast tot, aber ist nice. Alter. Die machen keine Gefangenen, ne? Oh, warte mal, hier ist ein Geheimgang. Wenn du irgendwo Gesundheit findest, schrei, ne? Hier ist aber ein Geheimgang. Komm mal, wo geht's denn hier? Ach, cool, hier kann man später. Oh Gott. Hi. Guck da nicht runter. Oh, was für eine gemeine... Vorsicht, hier ist eine gemeine Falle. Oh. Oh, da hinten ist so ein Blob. Wir haben Silizium. Tobi, ich hole uns Gesundheit. Oh, nice. Level up. Hier drüben ist noch so ein Ding. Wo denn? Warte mal, ich versuche mal hinzukommen. Ja. Ja. Hopp. Ja, Mann. Geil. Cool, ich weiß nicht, wo du bist, aber cool. Noch relativ weit hinten, tatsächlich. Noch relativ weit hinten? Ja. Ach da, oh, clever. Oh. Ja. Da ging's also doch hin. Hopp. Ich bin da hoch jetzt. Alter. Mensch. Hopp. Warum tun wir das hier gerade? 77 Meter. Hopp. Oh Gott, das ist überhaupt nicht meins, ich hasse sowas. Ja, das ist ganz cool. Aber meine Frage wäre jetzt. Hier drüben hin. Ah, okay. Ah, okay. Kommt man da vielleicht sogar. Oh, nice. Toll. Hey Erik. Toll. Moin, Tobi. Hey. Oh, Alter, ich krieg hier die Mücke mit diesem Scheiß umgespringen. Oh, hier muss man schnell sein. Ei, guten Tag. Bin da. Ja, warte, ich warte. Oh, oh, das war nicht so gut. Puh. Nice. Guten Tag, Erik. Hey, hallo. Oh, ja, nice, Tobi. Hä? Hey, wir haben es geschafft. Ja. Ich hole mal das Zeug da. Ganz kurz hier mal. Bam. Flop. Soll ich mal mitnehmen hier? Ja, mach mal. Gönn dir. Legierung. Jonas, da. Metallurge. Mittel. Metallurge. Das ist also diese Legierung. Verstehe. Ja. Oh, wie geil das ist. Oh, Alter. Voll nice. Ich hab Schluck auf. Boah, das sieht echt geil aus. Cool gemacht. Schöne Aussicht. Bitte nicht schubsen. Schöne Aussicht. Du? Und wir müssen den Berg noch hoch, ne? Du? Ja. Was ist das da unten? Was denn genau? Das Viech da hinten. Dieses riesige Ding? Ja. Du meinst das da? Ja. Was ist das? Ist das? Da waren wir noch nicht, ne? Nein. Ich weiß es nicht. Okay.
gut, gut, gut. Du warst da auch noch nicht, ne? In deinem Singleplayer-Dingen. Nee, ist das eine gute Sache, da hinzugehen? Ich weiß nicht. Könnten wir auch Urlaub machen. Wir könnten auch Urlaub machen. Frage ist, wofür du das Journal jetzt hin? Also, warte mal, ja. Oh, das war das Falsche. Nach unten irgendwie, komischerweise. Greifersamen. So. Ja, ich glaube, wir müssen eine Legierung abgeben, ne? Ja, irgendwie müssen wir laut Mission, müssen wir irgendwie nach hier unten. Oh, Alter, ich... Also, wenn man abstürzt, dann respawnt man ja, ne? Ja, ich glaube, hier oben einfach dann wieder, ja. Ich sehe da nämlich so ein Secret-Ding mit drei, guck mal. Siehst du das auch, mit diesen drei Minen sozusagen? Da unten? Ja, diese drei... Siehst du das? Nee. Du siehst diese drei Minen nicht? Da, da so? Warte, ich schieße da mal so generisch hin, da. Mach nochmal. Ach, da unten? Ja doch, das sehe ich auch. Wenn ich jetzt da runterspringen würde und ich würde kurz vorher den Jetpack aktivieren, meinst du, das geht? Lass es uns ausprobieren. Gironi, oh, das wird nicht funktionieren. Oh, das ging. Okay. Warte, ich komme. Also man kann nicht gleich rüberspringen. Man muss erstmal hier auf diese Klippe. Oh, Tobi, du hast dein Jetpack jetzt schon aktiviert. Ich sag's ja. Ich bin tot. Oh, ich lebe. Hä, wie ist das möglich? Was? Ich habe nur noch ein halbes Leben. Alles gut. Hallo? Ja, schön. Hm. Und da drüben ist auch noch so eine Geheimhöhle. Guck mal. So eine sneaky kleine. Oh, und ja? Hier oben drauf müssten auch noch Sachen sein. Hier oben drauf. Da kommen wir noch nicht hin. Ist das... Hä, wir sind bei dem Geheimnis von vorhin, oder nicht? Ist das das Geheimnis hier von vor... Das ist das Geheimnis von vorhin. Ja, Mann. Cool. Nice. Ja, dann haben wir das auch gefunden. Ich glaube, das Geheimnis ist das da drüben in der Höhle, oder? Guck mal. Das könnte auch sein, das, ja. Das hier ist noch nicht das Geheimnis. Das ist da oben. Da kommen wir aber noch nicht hin. Richtig sehe. Wahrscheinlich müssen wir fliegen können dafür. Ja, oder Greifer installieren, was wir beides nicht können. Ärgerlich, ärgerlich. Ich würde gerne hier hoch natürlich, aber das klappt glaube ich auch nicht. Nee, ist viel zu hoch. Da sind auch irgendwelche Pflanzen oben drauf, die wir noch nicht kennen. Da kommen wir wahrscheinlich erst später hin und ich glaube auch hier sollten wir normalerweise noch nicht sein. Ach naja, gut, ne? Wer kann, der kann. Das ist richtig. Okay, kurzes Update. Auf die Lianen kann man nicht springen. Schade. Achso, wollen wir hier lang gehen oder wollen wir lieber andersrum gehen und uns da diesen Teleport holen? Wir haben noch den neuen Teleporter. Sag mal. Hey. Du musst seitlich gehen und dann sprinten drücken. Sprinten? Ja. Oh. Es geht auch nach hinten. Vorsicht. Oh. Entschuldigung. Cool. Ich glaube, das ist zum Ausweichen später mal, wenn wir gegen richtige Gegner kämpfen. Das heißt, wir haben noch nicht gegen richtige Gegner gekämpft? Erik, wir haben gegen schreiende Vögel gekämpft und irgendwelche Viecher, die wir durch die Gegend schießen. Ja, gut, ja. Wenn man das so sieht. Die wir uns nicht mal angegriffen haben. Huch. Oh. Moin. Wie, du hast überlebt. So, dann lass mal. Hier ist auch ein Nasenes. Ich frag mich, wo das wohl ist. Boah, Alter. Dieser Walk of Fire da gerade, ne? Aber wir müssen doch jetzt theoretisch gesehen wieder zum Gelben, oder? Müssen wir zum Gelben? Also wir müssen jetzt erstmal wieder zum Schiff zurück, glaube ich, damit wir was kriegen, vielleicht. Ach so. Das kann auch sein. Was immer es sein mag. So. Was war das für ein Viech, das wir hier rausgelockt haben letztes Mal? Hm. Klaut das von einem? Kann das sein? Das könnte auch gut sein. Hey. Vielen Dank, vielen Dank.
Ich finde das so gut einfach. So, wieso sammle ich jetzt die ganzen Dinger ein? Wir müssten ja eigentlich, wo war denn das? Da. Ja. Hier. Dieses Ding ist auch hier brüllen. Das kommt 100 aus irgendeiner Höhle. Oh, warte mal, was ist denn da? Da geht's ja auch nochmal. Hier geht's auch noch weiter. Hier waren wir noch nicht, ne? Wir sind vorhin zum komischen Spritzkristall angegangen. Hier geht's auch noch weiter. Stimmt. Da waren wir noch nicht. Wir gehen erstmal die Legierung machen, oder? Ja, machen wir das. Komm. Vernunft siegt. Oh oh. Ich geh schon mal weg. Tschüss. Die sind übel, die Dinger. Es ist so gut einfach. Ich finde es so geil. Aber die können wir später noch steuern, oder was? Ich glaube, so kleine davon, oder? Ich finde das halt so gut. Ach, das ist der Laser da unten. Oh, was ist denn? Was ist das? Mist, der Scanner reicht nicht so weit. Was ist das? Das ist bestimmt eine gute Idee, oder? Klar. Ich versuche mal näher ranzugehen. Meinst du, das ist eine gute Idee? Oh, man kommt da wirklich hin. Das war eine gute Idee. Was ist das? Oh! Alter, was? Okay, ich schätze, dadurch, dass da Felsen sind, müssen wir uns da irgendwie dran vorbeisneaken, kann das sein? Ich glaube, ich habe den kaputtgeschossen von hier aus, oder? Nee, der lebt wieder. Alter. Ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo wir losrennen müssten. Aber kriegt man ihn gar nicht kaputt? Ich glaube nicht. Vielleicht auch nur mit Bomben oder so. Sind wir ganz ehrlich, der Felsen, da bietet aber auch nicht viel Schutz. Nee, das stimmt. Okay, wir sind weit genug entfernt, der verliert das Interesse. Kann ich den scannen? Nee. Alter. Ja, Tobi, den machst du dann. Mach ich, kein Problem, krieg ich hin. Rick. Moin. Tschüss. Ja, ich komme. Nein, ich habe mich falsch gebeamt. Nice. They've also added a brand new live sample tool to your 3D printer at no extra cost. Who says Kindred doesn't love you? Ich komme. Hab ich getrunken? You can craft an upgrade, if you wanna. So, craft an upgrade können wir jetzt mal, Alter, 1460 Kohlenstoffe. Läuft bei uns. Kann das Video? Das ist ein Kackspiel. Die sind echt das Highlight, diese Videos. Ich lebe eigentlich nur für die. Oh, verbesserter Gebrauchsgürtel. Kann 5 Gegenstände aller Art tragen? Nee, ganz ehrlich, nee. Dafür unsere Alien-Dingens-Legierung. Sehe ich nicht. Lebenprobenehmer. Ermöglicht die Entnahme einer Probe von lebendem Gewebe. Für die Wissenschaft. Ja, dann das machen wir. Amazing. Remember, completing your new science experiments will increase your rank. And increasing your rank will unlock all kinds of new tools. Hurrah for progress. Okay. Aber das Protonenseil können wir immer noch nicht machen. Ich spare unser Ding für Protonenseil, oder? Auch mal schnell das Nachladen. Das kostet uns alles eine Legierung. Ich will die Legierung nicht abgeben. Töte es mit Feuer. Ich will diesen Bombengranatenstabilisator haben. Den brauchen wir unbedingt, ne? Du? Ja? Hast du dir schon mal das Dings hier angeguckt? Die Viecher, die wir noch so treffen werden? Wo denn? Bei J oder wo? Im Computer. Und dann Sammelobjekte. Alter, haben wir schon eine Menge aufgedeckt, ne? Das, Kotzer. Der ist wirklich Kotzer. Fleischvortex. Okay, ja, das ist schon mal ganz gut.
Mopsvögelhöhle, Mopsvögeltal. Oh, wir haben übrigens den Vogel noch nicht gescannt, der immer schreiend wegrennt. Oh, stimmt. Den haben wir 1000 Mal umgebracht. Davon gibt es ja auch mehrere, ne? Stimmt. Ja. Den dreiköpfigen, den mit dem großen Schnabel, den mit dem kleinen. Hm. Haben wir noch nicht gemacht. Kindred Cards. Sammle das gesamte Cards. Sei ein Gewinner. Pokémon. Spiel am Schluss. Oh, wir haben schon 17,3%. Ja, ist krass, ne? Also im Grunde genommen, wir sind nicht ganz scharf. Nee, das stimmt. Ein bisschen vielleicht, aber nicht ganz. Okay. Lieber. Ja, Tobi, mit der Alien-Legierung. Ja. Was soll ich machen? Also, wir haben da Sachen, schnelles Nachrichten hätten. Wir hätten verbesserte Gebrauchsgürtel, dass wir mehr Zeug tragen können. Oder wir hätten den Smart-Visor, erweitert deinen Scanner um einen größeren Erkennungsbereich, erhöht außerdem den Zoom und verbessert den Erfahrungsbereich. Eins von den dreien Sachen kann ich damit machen. Was war das erste nochmal? Das erste war schnelles Nachladen. Nee, braucht man eigentlich auch nicht, oder? Ich glaube auch nicht so wirklich. Ist schwierig. Also das mit dem Gürtel würde ich jetzt... Weiß ich nicht, ob man das braucht. Kann 5 Gegenstände aller Art tragen. Hm. Momentan sind es, glaube ich, 3, aber so richtig wichtig ist das auch nicht. Nee. Also Smart-Visor ist das Praktischste davon. Glaube ich, Startbooster, entdecke für ein paar Sekunden die Wunder des Fliegen. Aber da fehlt uns alles noch. Das sind die einzigen 3 Sachen, die ich leider gerade freischalten kann. Hm. Aufsparen, dass man dann später mehr macht, geht nicht, ne? Also wir könnten ihn jetzt sparen, ob das Sinn macht, weiß ich halt nicht. Hm. Jens sparen? Ja, weiß ich nicht, soll ich irgendwas davon machen? Ich war ja am naheliegsten halt die Verbesserung von dem Dings, oder? Von dem Scanner. Ja, doch, komm, dann mach ich den jetzt einfach. Also ich weiß es nicht, aber das andere klang irgendwie ein bisschen sinnlos. Ja, das stimmt schon. Upgrade complete! Geil! Den Aufstieg nicht wert gewesen. Die Rückreise nicht wert gewesen. Aber gut. Vielleicht führt es uns jetzt weiter zum Meteoritenkrater. Mal gucken. Hm. Wir kommen ja langsam weiter. Ambient temperature 81 degrees. Bioscience nominal. Also wollen wir erst noch runtergehen, oder? Oh, guck mal, wo wir hin müssen. Ja. Guck mal, wo der Questmarker sitzt. Wir können... Okay. Ja gut, wir können erstmal noch runtergehen. Okay, wir gehen erstmal runter. So nah wie möglich dran, draufschießen, durchrennen. Easy going. Und jetzt durch. Oh, cool. Hier ist Gesundheit. Oh. Toll, Tobi! Super! Lebst du? Ja. Hier ist Gesundheit. Okay, warum schießt der so oft auf einmal? Ich weiß es nicht. Oh, hallo? Au. Ich scanne den mal. Ja, mach das mal bitte. Oh, it's shy. Agro-Sprosse. Hier ist noch Gesundheit. Oh, ich brauche gerade keine. Ich finde die durchaus ein bisschen uncool, muss ich sagen. Ich brauche Gesundheit. Kaputt, ne? Nee. Vielleicht verstecken vor ihm, aber wie kriegen wir das Ding dahinter auf? Das frage ich mich. Oh nein. Oh, fuck. Oh, nice. Muss er sich selbst in die Luft sprengen? Nahkampf mit E! Okay, gut. Das bringt nichts, glaube ich. Oh fuck. Ich brauche dringend Gesundheit. Ich bin voll im Arsch. Erstmal zurückgehen, komm. Das hat nicht. Also, das mit dem Nahkampf-Takedown hat jetzt nicht so gut geklappt. Boah. Angststörung, empfohlene Taktik, verheimlichen, Therapie. Hä? Was? Steht da, wenn du ihn scannst.
Warte. Leidet unter schweren Angststörungen von der verheimlichen Therapie. Ach so, hä? Wir müssen ihn da kaputt machen, glaube ich, ne? Okay, guck mal, da hinten beim Gesundheitsbaum, da sind neue Sachen. Hm. Oh, Lebenprobenehmer. Ich glaube, wir können den in die reinrammen, ne? Wir haben jetzt einen Lebenprobenehmer. Oh. Okay. Okay, pass auf. Ich gehe ganz kurz hin und schnapp mir mal die Gesundheit hinten, damit ich überlebe, ne? Weil ich habe nur noch einen halben Balken Gesundheit. Okay. Oh, warte, ich geh aus dem Weg. Warte. Ja, hat funktioniert. Hat das geklappt? Nee, irgendwie nicht so. Okay. Hä, wie müssen wir denn... Wie geht der kaputt? Stell mir jetzt doof an, aber ich wüsste auch nicht genau, was wir da jetzt machen sollen. Ich meine, wenn die Gesundheit respawnen würde. So, aus Frust mal wieder ein Vogel abgeschossen. Ich bin gerade... Also, weißt du, was wir machen müssen? Das Ding in den Reinrahmen geht auch nicht. Guck mal, ich kann coole Tricks. Guck mal, Tobi. Nice, Erik. Oh, hier ist nochmal gesund. Ja. Oh, gut. Oh, ich hab die, glaube ich, komplett gebraucht. Das tut mir leid. Ach, alles gut. Suche und extrahiere die erforderliche Probe. Hä? Wir müssen halt nur wissen, wie wir das dahinter kaputt kriegen. Und? Achtung, der spuckt! Bei mir noch nicht. Bei mir war es immer noch ein Auge. Je weiter man wegsteht, desto weiter spuckt er, alles klar. Boah, Alter. Oh, warte mal. Was denn? Wo ist dieses scheiß Lebenprobe-Ding? Oh. Das kann ich zwar benutzen. Bist du tot? Nee. Okay, warte, ich schieß mal auf den. Vielleicht funktioniert das ja, wenn. Oh nee, der schießt jetzt schon auf dich. Du Opfer. Also man soll bei dem draufschlagen mit E, stand da ja gerade. Manche Feinde kann... Ja, das habe ich auch gerade gelesen, ne? Oh, Junge. Oh. Aber ich hab halt richtig rauf... Bist du tot? Nee. Nee, du Bader bist du. Aber versteck dich mal hinterm Felsen, dass der uns nicht mehr sieht. Ja. Dass der wieder in seine Ursprungsform zurückgeht. Ah, ich weiß, was du vorhast. Oh. Ist er nicht, ne? Oh, oh. Nee. Ja, das hat nicht so gut geklappt. Wir müssen uns anschleichen, ne? Ich glaube auch. Stand da nämlich gerade. Oh. Mit C vielleicht? Mit Crouchen? Ja. Und wahrscheinlich nur dann, wenn er woanders hinguckt. Wir sind echt die besten Gamer der Welt. Jetzt könntest du theoretisch. Der ist zu schnell. Nee, ist noch. Ah, stimmt. Ja. So, haben wir da zu dir wieder geguckt? Jetzt kannst du los. Und jetzt mit E. Hi. Oh. Sauber. Ja, nice. Cool. Das heißt, wir brauchen nur einen Bitch-Slap, wenn er gerade in Aktion so ist. Was für ein Dreckvieh. Uff, also das ist schon. Ich hab ein bisschen Angst vor den restlichen Gegnern. Muss man einfach sagen. Oh Gott. Bin gerne hier. Tobi, hier ist übrigens Gesundheit für dich. Das ist ja mein Lieblingsort. Ja.
Warte mal. Was ist das? Was greift mich denn da an? Was ist das? Das Ding, was da oben rumpoppelt. Ich scanne mal. It looks like a boomerang and a koala boomerang. Made a baby. Voila, wow, au! Was? Was? Okay, warte. Was ist mit dem? Alter, I! Aus meinem Bier! Aua! Aua! Du hast den... Was hab ich gerade gemacht? Du hast ihn gehätnertet. Hab ich den... Du hast den festgehalten, gehätnertet. Ich hab den halt gefangen, weil ich dachte, mit E. Das geht bestimmt nur mit E. Das war kein Schnatz, Erik. So, wo ist der Nächste? Jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Wow. Nein. Wow. Die beide einfach da rein wollen, weißt du? Nein. Mega sinnlos, dass wir hier rein wollen. Und wir kommen hier gar nicht weiter. Mann! doch, wir kommen weiter. Das war das Falsche. Okay, mit Q. Warte mal. Tobi, Mann! Ja, hat funktioniert, guck mal. Oh, nice. Cool. Ich brauche mal ein bisschen Gesundheit hier unten zwar jetzt. Okay, interessant. Wir sind bei 37 Minuten, by the way, nur ganz kurz. Oh, okay. Aluminium, nice. Oh, schön. Ja, wollen wir in der nächsten Folge weiter... Ja, würde ich sagen, oder? Wunderkonstrukt? Oh, warte mal. Das muss ich natürlich auch mal mitnehmen hier. Gönn dir das mal. Ich sehe da dein schön. 50 Lithium, nice. Schön. Das zählen auch nur in 50er Schritten. Ja, mehr gönne ich mir nicht. Weniger mache ich. Weißt du schon. So, na gut, dann hier ansonsten. Hier warst du schon. Hier ist noch eine Gesundheitsblume. Hier ist sie. Cosmos in the next room. But sonar suggests it's locked inside some sort of geode. Ich habe hier noch eine andere Höhle gefunden. Oder ist das die Höhle? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da ist ja so ein Bumerang. Okay, what the fuck? Das ist ja so ein Bumerang, aber ich würde sagen, nächste Folge, ne? Ja, würde ich auch mal sagen. Ja, nice, freue ich mich. Ach, schön, da sind zwei Bumerangs, sehe ich gerade. Cool. Ist genug für alle da. Yay! Tobi, ne? Nächste Folge schön durch Lava. Ich bin sicher, da wird. Was soll schon passieren, Tobi? Was soll da schon schief gehen? Komm, bitte, also. Das ist doch keine Herausforderung für uns. Ja, das hier ist schon gar nichts mehr. Also, sorry. Das ist ja lame. Ja, dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.